Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei eurer Runde Bande bei einer neuen Runde StarCraft 2 1 vs 1 auf den Cyberwild.de gegen den Molotowski. Ein Dia Brotos gegen mich, den Dia Zerg mehr oder weniger. So, die Map sagt mir eigentlich gar nichts. Okay, ne, mal gucken, was der Brotos geht, auf was gehe ich denn? Das ist eine ziemlich kurze Map und mit einer Ramp. Er kann die, macht die bestimmt dicht und nimmt dann Echse. Hier würde er vielleicht dicht machen, weil es sieht ziemlich eng aus. Müsste ich halt Baning lingen, aber dann hat er halt wieder, Ravager wäre am besten. Spielen wir Ravager all in. Bin ein bisschen mal wieder angeschlagen, ne? War sehr, sehr lange gesund, wie man hört. Ich hoffe, die Stimme ist einigermaßen noch okay. Und dass er die Folge bleibt, wenn er der Molotowski mal endlich fertig laden wird, aber anscheinend braucht er dafür ein bisschen länger. So, ich bin unten, okay. Ja, das schreibt er gleich, ne? Wir packen hier einen Oberlord. Der nächste Oberlord, der parkt dann einfach mal hier. Und wir gucken mal, wo er zumacht. Und probieren einfach mal den Rebel Troll in. So, das heißt, ich nehme ja nicht schon mal jetzt das erste Gas. So, zack, jetzt kommt der Pool. Er kommt scouten. So, okay, dann nehmen wir jetzt die Hedge. Dass ihr wenigstens denkt, das ist alles normal. So, wo ist er jetzt hingefahren? Jetzt muss ich ihn doch nochmal scouten. Denn ich sehe ihn nicht mehr. Watch One dazu. Hier hinten steht er. Noch einer ins Gas. Zwei Linge dazu. Hier noch ins Gas. So, okay. Wie es aussieht, Exe First, aber ich kann mich auch täuschen. Weil es kommt alles ziemlich spät. So, wir bauen Ravager. Aber erstmal Overlords. So, jetzt müsste ich ihn eigentlich bekommen. Nichts gescoutet, sehr schön. Dann bauen wir weiter Ravager. Oder erstmal gesagt Roaches. Geht damit 5. 6 Ravager rüber. Aber wie gesagt, erstmal brauchen wir mehr Overlords. Und mehr Minerals. Overlord müsste auch gleich kommen, ja. Mehr Mineralien. So, dann verballern wir mal das Gas. Und da würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Und gucken mal, was er macht. Okay, er will selber pushen. So, einen bekommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Dann schauen wir mal, was passiert. Mehr Overlords.
So, alles am Power, sehr schön. Und weil ich krank bin, ne, tut mir leid, muss ich heute eine kurze Folge machen, weil die Stimme, die ist echt nicht schön. Aber ich dachte, der Ravager Push, er klappt eigentlich immer noch und ist gar nicht mal so uneffektiv. Er hat es halt nicht wirklich gescoutet, ne? Ist auch nur die 391 APM, ne, okay. Hätte man seine Drohne nochmal oder mit seiner Sonne nochmal reingescoutet, hätte er das gesehen und hätte das easy verteidigen können. Ich würde sagen, wir gucken mal die Watchest. Denn wir haben was Neues freigeschalten. Was ich natürlich nicht jetzt der Spinecrawler, ne? Genau, der Stachelkrabbler. Den nehmen wir gleich mal noch mit rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi, euer Rob.